Katze. Los geht's. Mein Koffer ist gepackt. Wuhu, jetzt kann ich endlich abfahren. Wolltest du nicht auch in die Berge fahren? Ja, zu meiner Tante in die Schweiz. Und was nimmst du da mit? Eine warme Hose und ein paar braune Handschuhe. Zum Laufen meine tollen Sportschuhe. Und einen sicheren Skihelm? Ich habe keinen sicheren Skihelm. Was? Dann gebe ich dir meinen sicheren Helm. Hier. Oh, super! Danke! Du bist ein Schatz! Hier ist die Grafik. Schau mal, fällt dir was auf? Ach ja, hier sind genauso viele Endungen mit EN wie auf der Tabelle mit den bestimmten Artikeln. Und auch die zwei E's im Femininum wiederholen sich. Das ist richtig. Wir brauchen also nur auf Nominativ und Akkusativ zu achten. Und hier in diesem Satz? Wir haben einen Artikel vor dem Nomen und er steht im Akkusativ. Lautet die Endung ER oder S? Nein, das Adjektiv bekommt die Endung des bestimmten Artikels, EN. Das ist aber einfach. Merke, wenn du ein, mein, kein ohne Endung, also im Singular siehst, so wie hier, dann muss die Kasusendung des Adjektivs ER oder ES sein. Dazu nimmst du immer die unbestimmte Adjektivdeklination. Nehmen wir unser Beispiel. Steht vor dem Nomen ein Artikel? Ja. Ist es ein Nominativ oder Akkusativ? Ja. Lautet die Endung ER oder S? Nein, ich schaue in die Tabelle. Hier ist die Endung ER. Ist das nicht der nette Tomo? Ja, ja, ja. Und ist das seine liebe Freundin? Ja, das ist Lea. Unser Tom ist hier, unsere Lea dort. Für euch erdacht, wie man's leichter macht. Schwierig zuerst, danach leicht. Probiert es auch einmal.